Willkommen beim neuen Video von mir. Ich bin Michael Schartner, freut mich, dass du da seid. Im heutigen Video zeige ich euch das erste Hochzeitsalbum, was ich jetzt in meiner Karriere als Hochzeitsfotograf für Kunden von mir gemacht habe. Wenn ihr auch Hochzeitskunden von mir seid oder noch welche werden wollt, was mich natürlich sehr freuen wird, dann kann euer Hochzeitsalbum von mir auch genauso ausschauen. Viel Spaß beim Video. Ein riesen Backerl, ich wollte es eigentlich unboxen, aber ich habe nicht mehr warten können bis zum Video, darum habe ich es schon aufgemacht. Das ist so gut eingepackt. Also wenn ihr bei mir euer Hochzeitsalbum machen lasst, keine Sorge, dass das irgendwie kaputt geht beim Liefern. Das ist eine Verpackung, da kann man ein Auto transportieren, so quasi. Einige Male da in so Luftpolsterfolie einpackt. So. Ist jetzt die weiße Box, in der das Hochzeitsalbum drinnen ist. Das ist ein sehr, sehr hochwertiger Karton. Haut mit der Belichtung nicht mehr gar so hin. Wirklich ein edler Karton, der fühlt sich echt hochwertig an. Ist so Perlmutt-Oberfläche, die passt meiner Meinung nach sehr gut zum Hochzeitsalbum dazu. Aber jetzt kommen wir mal zum Album an sich. In dem Karton ist dann so eine schwarze Tasche, in der ist das Album einpackt, also doppelt und dreifach gesichert. Da kann beim Transport wirklich nichts passieren. Und da ist jetzt mein erstes Hochzeitsalbum. Ich habe mich selber so gefreut, wie ich das aufgemacht habe. Das war für mich wirklich was ganz was Neues. Ich habe bisher nur die Standard-Urlaubsalben gemacht, wie ich es da eh da hinten im Hintergrund habe. Die mache ich eigentlich immer, wenn ich auf Urlaub bin, einfach so, wie man es halt kennt, so normale Fotobücher. Aber bei einem Hochzeitsalbum, da will man einfach wirklich was Hochwertiges haben und das in 20, 30, 40 Jahren auch noch in der Hand haben und eine Freude dabei haben können. Der Einband, das ist so ein dickeres Material. Die Farben, die kann ich da ganz individuell gestalten, wie es der Kunde haben möchte. Das ist jetzt so ganz ein leichter, heller Blauton gehalten mit so einer schlichten Schrift. Am Buchrücken sind auch nochmal die Namen vom Brautpaar und hinten ist ganz schlicht und einfach mein Logo, so dass man es fast gar nicht sieht, aber trotzdem drauf ist. Und dann machen wir das einmal auf. Anfangen tut es mit einem schön strukturierten Papier. Die Seiten sind extrem dick. Ich mache jetzt dann nur Nahaufnahmen davon, dann könnt ihr euch das ein bisschen besser vorstellen. Und da geht es jetzt dann schon los mit der Hochzeit. Aufbauen durch die Hochzeitsalben immer so, dass durch das ganze Album so eine Story erzählt wird, also wirklich von Anfang an von der Hochzeit. Wenn Getting Ready fotografiert wird, dann ist das natürlich drinnen, die Fotos mit den Trauzeugen und so weiter. Das Essen wird auch dabei sein. Und es können natürlich die Kunden selber entscheiden, was für ihre Fotos dass sie drinnen haben wollen, wenn sie das wollen. Die Seiten, der Druck ist sehr hochwertig. Ich habe verschiedene Papiere zur Auswahl. Ich kann das auf der einen Seite glänzend drucken lassen, dann kann ich das auf dem matten Papier drucken lassen. Das habe ich da jetzt gemacht. Die Seiten sind echt wirklich dick und hochwertig. Gebunden sind die so, dass das so bei der Doppelseite so eine ganze Oberfläche bleibt und nicht wie man es normal kennt von einer normalen Bucht und der typische, das, wo sich das Subjekt dann drinnen ist und dann halt Platz für Fotos verloren gehen. Also da sieht man wirklich die ganze Seiten im Vollformat, was auch da richtig cool ist, dass man einfach Fotos machen kann über die Doppelseite. Also quasi so Panoramafotos, wie ich es da gemacht habe. Das gefällt mir echt gut. Da habe ich ein Foto, ich muss es anders hintragen. Da habe ich ein Foto über die ganzen Doppelseiten. Da kommt man zum Beispiel auch ein Gruppenfoto hin, da mit einer ganz anderen großen Gruppe. Dann kommt das auch im Hochzeitsalbum sehr gut rüber.
das Hochzeitsalbum, für das ich die, die Hochzeit, für die ich das Album gemacht habe, das war eine kleine Hochzeit. Das Album hat jetzt 24 Seiten, genauso wie es jetzt ist. Die Seitenzahl ist nach oben irgendwann limitiert, aber ich denke, so viele Seiten werden wir wahrscheinlich nie brauchen. Und ich kann eben für die Kunden es ganz individuell gestalten. Ich kann, wenn die Kunden es haben wollen, eher größere Fotos auf die Seiten da, ich kann mehr Fotos auf die Seiten machen, ich kann es eher mehr vollpacken, sage ich mal, oder minimalistischer gestalten. Und im Allgemeinen würde ich sagen, dass das Album einfach so einen modernen, minimalistischen Stil hat. Ich kann da verschiedene Einbände rumherum machen lassen. Gibt es auch mit einem Foto drauf zum Beispiel. Das hat mir aber persönlich nicht so gefallen. Ich bin da mehr ein Fan, was wirklich so schlicht ist und eher im minimalistischen Stil gehalten. Unten steht dann noch der Ort von der Trauung drauf und das Datum von der Trauung. Gehört natürlich drauf. Jetzt zeige ich noch ein paar Nahaufnahmen und Fotos von dem Album, damit sich noch besser was darunter vorstellen könnt. Meine Hochzeitskundensatz und so ein Album bei mir machen lassen wollt, dann schreibt es mir einfach an. Und wenn es noch keine Hochzeitskunden von mir sind, dann informiert euch einfach auf meiner Webseite, da ist alles beschrieben. Bei meinem Premium-Paket, da ist das Hochzeitsalbum inkludiert. Genauso wie das jetzt ist, mit den 24 Seiten. Das reicht für eine normale kleine Hochzeit, reicht es auf alle Fälle aus. Und ja, schreibt es mir einfach, ich freue mich drauf und danke fürs Zuschauen. Bis bald.